Da sind wir wieder. Happy, frisch, munter. Ich habe ein neues Prop in meinem, in unserem PC-Zimmer. Und Robin schaut aus, als wäre er bei 800 km/h gelaufen. Und jetzt spielen wir den Reclaimer auf Legendär. Du hast Pelo auf einfach gestartet? Alleine ja. Oder was meinst du? Naja, das meine ich, genau das meine ich. Ja. Wegen der Story? Mhm. Ich mag den alten Furz da nicht. Der ist 10-mal besser als Keys. Ja, na, das ist ein komplettes Arschloch. Dann ist er noch besser als Keys. Ich kann mich noch erinnern, Halo 4, den Typen, den mag ich nicht. Ah, bitte Kopfhörer oder leiser. Gravity well is blocked by a network of particle cannons. Infinity shields are still down. Open the lane for us to move up and provide air support. Captain, what's Force Recon's assessment of the terrain? I know you've been off the field for a while, Master Chief, but this is a blow-through op. Sending in a recon would just slow us down. Telemetry indicates the particle freundlicher sagen können. Fuck you. Ja, voll. On that target and neutralize those guns. We'll meet on the other side and take the gravity well. Infinity out. Hm. I don't know about you, but I usually like a little more intel with my intel. We'll make it work. Was, du willst denn Intel mit Intel haben? Das ist AMD, Katana. Ich find's cool, dass er wenigstens mit Spartans herumlaufen jetzt. Sind das Spartans? Spartan Sarah Palmer in Infinity CIC. Commander Lasky's waiting for you on Mammoth. On our way. Au! Sagen Sie mal! Ihr habt ihn nicht angeschossen, ihr habt auf die Wand geschossen. Well, someone's overcompensating. This is oh, schau, Elegant! Großer Elefant. Schau, das ist jemand anderes. Den kennen wir doch schon. Chief, Palmer again. The Mammoth's got jetpacks on board. If I were down there, I'd want one. Mammoth. Oh, mehr Jetpack. Low. On board. Fuck. Ist du schon runter? Ja, ja. So. Jetpack. Irgendwo. Ja, doch, da. Na. Old Rifle? Ja, Katana-Mädel. Für jeden Scheiß habt ihr dann, vielleicht? Ja, da. Hier. Das ist ein Jetpack. Eindeutig. Erkennt man ja. Mhm. Aha. Mehr Camera Shake bitte. Danke. Da hinten ist eine Textur, die nicht laden will. Lad! Fischer! Jetzt hat sie geladen. Jetzt hat sie nachgeladen. Na, bei dir? Ja, voll. Die ganzen Starner da laden nicht gescheit. Grafik aufgetragen? Enhanced, ja gut. Oh, sie sind dicht. Ach, schau, der Ball!
ist der Techno-Ball. Das ist der coole Ball, den du nicht magst, weil er ausschaut wie ein Ball. Wieder die halben Stunner nicht laden. Eieiei. Ei, ei. Das ist ein Spiel von 2012 oder so. Ja und? Wird doch wohl okay sein, wenn die Texturen laden. Na. Achso, ja dann. Oder muss man das extra bezahlen? Das ist DLC. Ah. Sind auf deiner Seite auch Gegner? Aber nicht. Boah, wie das nicht ladet. Das ist ja schrecklich. Jetzt sind bei mir Gegner. Aha. Okay. Du wirst da unten am Warthog stehen für uns. Also du kannst auch weiter oben schießen, wie du willst. Warthog fahren macht mehr Spaß. Batman! So. Schlecht. Juhu! Wir werden so sterben! Weil da hinten ist ein fucking Raid! Lassen. Ja, fahr doch weiter mit dem Mammut, Mensch. Da ist der Raid. Raid kaputt. Na, naja, komm noch mehr. Da kommen wieder mehr. Der ist ein Warthog mit Dings gehabt, geil. Oh, dann haben wir noch wissen, das ist nicht gut. Ja, schaut. Ich glaube, wir haben Schiss. Wenn ich weg bin, musst du sofort aus dem Auto rausspringen. Nee. Sonst stirbst du. Ich wollte gerade sagen, wenn halt einer von uns am. Das bleibt ihr am Morgen oben. Am Morgen, ja, am Mammoth. Was mit dem KI, wenn da noch einer lebt, aber dabei halt nicht, also beim nächsten Mal vielleicht. Ach, da war alle weg. Ah, da hinten ist ein Objective, wo wir hin müssen, Robin. Naja, ich möchte gerne den Gegner wegkommen. Ja, ich hab das gar nicht gewusst. Ja, ja, das schon. Ich hab was. Ah ja. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Kabam! Ah, der hat da, Feuergun drin. Auch schön. Ein Schiffsgeschütz.
Ah. Muss sie wieder Pipipi machen? Pipipi! Ah, geht nicht? Warum geht das nicht? Elephant, schieß! Los! Jetzt an. Boom. Suppressed? Das ist entfernt, Freunde. Kann den Gegner tot. Gut gemacht. Ich habe jetzt nicht wirklich damit. Also. Ja, ist klar! Na, das große fliegende Ding kaputt machen. Checkpoint! Ach komm! Hör mir auf! Dann fahr jetzt um, mach schnell das Piep, Piep, Piep. Oh, währenddessen stehen wir mal. Nein! Das ist Wahnsinn. Hm. Ja, der fährt gleich mal ins Wasser. Ja, dann stirbt man, ne? Das Todeswasser. Davon haben wir schon gehört, ja. Gestorben, pass auf. Beim Elefant rennen. Lasky to Infinity. First contact clear, but no joy on additional targets. Gypsy moving on to secondary battle position, but requesting evac for casualties. I'm on it, Commander. Palmer out. Macht der Leiter von A, oder? Au. Hm? Ah, oh! Okay, springe nicht auf dem Elefant. Das ist so, als würde er dich überfahren. Oh. Ja. Ja, schön, dass es das Ding zerreißt. Lol. Ja, die Geschütze sind aus Karton. Du musst halt Deckung. Ja, kann ich nicht. Geschütz hat keine Deckung. Ich glaube, dass der Elefant kaputt werden kann. Ja, der Elefant nicht, aber die Zeitgeschütze sind hin. Ich hab's am Vorsicht. Ja, solange er weiterfährt, das ist kein Problem. Richtig. Aber die Ghosts sind nervend. Wir haben sicherlich unten im Elefant ein paar Waffen drinnen. Ja. Jetzt weiß Mammoth einmal draufnehmen, ist gut. Mammoth sollte auf die Steine schießen, die. Damit die Texturen laden. Ah, funktioniert das tatsächlich. Das Geschütz leer geschossen. Charge! Das war zu hoch. Nein! Ich war kein Schaden. Nice. La la la, don't mind me, I'm not even here, I'm the Master Chef. Wie benutzt man das Jetpack? Wer hat das? Oh, C, natürlich. Gott, ist das useless. Okay. Ich gebe dir Deckung mit dem Scharfschützengewehr. Hm. Steht da fucking Wraith. Nein, 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 nein. Oh Mann, ey. Also ich finde es durchaus scheiße, dass die Geschütze hier sind. Die Geschütze kannst da eh nichts machen, die sind jetzt weit weg. Oh, da vorne kannst du schießen, wir haben ja glaube ich keine limitierte Reichweite, oder?
Aber was sollst du gegen... Wo der lebendig hin? Wie schon gesagt, Elephant hat sicherlich Waffen, wie zum Beispiel Rocket Launchers. Was haben wir da noch? Ah, Rocket Launchers. Geht doch. Ja, gib mir halt einmal so einen Kack-Benji-Mensch. Benji. Moment, ich habe ja den... Der fährt weiter. Ja, und wie du da einfach... Ha, ich habe da vorher was im Mammoth geparkt. Ich muss einfach nur rein. Ich will ins Mammoth rein. Ja. Na, das war Granaten. Sie sagt, ich wäre wahnsinnig, als ich einen Ghost reingestellt habe. Frage ist, ob wir den Wraith auf die Entfernung treffen. Hey, ihr erwischt die scheiß Ghosts nicht mit dem Rocket Launcher. Jetzt könntest du halt mit diesem seitlichen Raketenwerfer wunderbar auf enablen. Yo, ist klar. Kaputt! Ja, wenigstens nochmal an von den Dingen ausgeschossen. Ja, Wraith schon. Kann ich nicht dem Elephant sagen, dass er da abschießt? Wie? Ha! Elite! Das Geschütz ist leer. Du keinen Meter weiter kommst. Warum geht das Gerät nicht? Schade. Danke, lieber Wraith. Ich wollte das Ding sowieso nicht haben. Komm schon. Oh, for fuck's sake. Dieses komplette, also ich weiß nicht warum, aber bei dem Spiel habe ich wieder mehr das Gefühl, dass ich wieder dieses komplette, wie soll ich sagen, dieses sinn- und freie Rumschwimmen im Nirgendwo. Und so fühlt sich das an. I do know why, though. Das sinn- und freie Rumschwimmen im Nirgendwo. Mhm. Auf Deutsch bitte? Ja, irgendwie so, wie ich es gerade erklärt habe. Das ist nicht so. Was ist bei welchem Halo war das, wo wir einfach die ganze Zeit einfach zusammengeballert worden sind? Halo 2 auf Legendär? Kann. Na, das war anderes. Komm. Robin? Ha? Du bist Fahrer. Warum fahren? Wohin fahren? Was soll das da? Wraith habe ich ausgeschalten, zwar Ghosts. Liebe dieses Ding. So fucking nice. Das sind zu viel. Den Wraith ziemlich hart, aber Wraith durch.
das ist ja gar kein Freund. Tja! Sei lieb. Freund! Yo, Dog! Double Kickflip, all the way! Hahaha, der war nice. Vor uns. Nein! Rave tun. Checkpoint. Das ist gut. Nope, das war ich. Wenn du respawnen, bevor du. Also. Stop! Thanks! The ship's settling in over the Mesa. There's a grab lift into the belly of that ship. Time it right, and we should be able to ride it inside. Ah, geht falsch. Oh, wo sind die anderen? Ich bin verwirrt, warum ist das Objective da, da ganz weit weg? Weiß nicht. Vielleicht sollen wir da hinfahren? Ja, aber der Elefant! Ja und? Er ist müde. Den sollen wir doch beschützen, oder? Oder nein? Nicht. Naja, die haben ja gesagt, wir sollen da hinfahren einmal. Namens Netze, steht nur Checkpoint oder Objective. Da fahren wir hin. Fahren wir mal. Vielleicht kommt er ja nach. Das ist aber sehr weit weg. Okay. Na, jetzt eine weiße Wand. Eine unsichtbare Wand ist da. Vielleicht soll man das Schiff da reinstellen. Da, erst mal zusammenputzen, was davon übersteigt. Schau mal, was macht der Elefant da überhaupt? Müssen wir eine vielleicht? Ja. Mit dem Elefant darauf, hätte ich gesagt. Warum fährt denn der so langsam? Checkpoint. Ich meine, er fährt schon, aber er fährt nicht schnell. Er fährt Slow Motion. Wir kriegen gerade jede 10 Sekunden einen Checkpoint. Der geht echt nicht weiter? Ja, ich sag, wir müssen da das Schiff da mal dazu. Ja, und jetzt müssen wir es zerstören. Na schau, doch eine richtige Vermutung gewesen von mir. Bist du wieder runtergefallen? Ja, das. Hä? Der Lift kaputt. Oh, jetzt flackert. Was? Was? Das Neutralize-Ding flippt einfach her? What the. Der Bockfisch! Checkpoint. Robin? Wir haben einen großen Bugfisch. Flying was wird wie wo? Hä, was? Ja, Six ist Target. Ja? Ja, genau. Nimmt das Alkohol weg zu sich oder was ist da los? Der fällt das einfach wieder zum Elefant, aber keine Ahnung, warum das da rumblickt.
Irgendwas ist faul. Es funktioniert alles so, wie es sein soll. Ja. Checkpoint. Ah, jetzt landet er wieder. Ja, schau, da ist wieder der Grüne. Jetzt müssen wir wieder rein. What the fuck? Bugfisch. Das da? Hat er eine Granate in Mexiko geworfen oder was war da los? Wie muss ich da runter? Ah ja, warte, ich habe ein Jetpack. Hui! Okay. Hui! Vielleicht wollte er das am Anfang machen, aber dann ist er drauf gekommen. Aber warte, ihr habt es ja so gar nicht gemacht. Irgendwie so, vielleicht, ja. Ich glaube, das ist gebackener Fisch. Ich glaub, dem Schiff. Was gibt es halt bei dir zum Abendessen? Bugfisch! Nee, ich bin am Überlegen, ob ich hab ein Tiefkühlpackel Rotkraut. Ich glaube, das werde ich zu mir nehmen. Gestern gab es Fischstäbchen mit Spinat. Hast du da Fischstäbchen gekauft? Nein, no, das war der Rest von der Packung. Ah ja. Canyons. Low texture canyons. Low texture canyons. Ja, wir sind ja schon oben. Ja, weil das Wasser ist böse. Ja, das ist sehr tief. Cortana, bitte. How is this okay? How is putting you at risk because I can't hold it together okay? Du bist in deinem Teenager-Zeitalter. Das ist okay. Do you even understand what rampancy is? Nope. We don't just shut down. Our cognitive processes begin dividing exponentially according to our total knowledge base. We literally think ourselves to death. Yep, yep. No, I won't let that happen. And if it happens anyway? Yep. Rest in pieces. 117, Blasky. Go, Commander. We got significant blockage up ahead. I think this is about it for the Mammoth. The command post for the particle cannons is through that trench. Sir, I can move faster alone. Oh. See you back on Infinity, Commander. Jawohl. Wieder diese anderen. Hier nochmal eine gescheite Waffe, das ist echt fein mit der DRM umladen. Boah, ey, was? Na, scheiße. Das ist ein Scharfschützen.
Ganz oben, genau. Ey, Sally, am besten du stirbst einfach, du respawnst mit einem Scharfschützengewehr. Du what now? Ja, stirb einfach, dann kriegst du 16 Schuss Scharfschützengewehr. Das ist nice. Tumbleweed. Wow. Boah, ich bin deppert. Ja, es ist aber nicht diese anderen depperten Gegner. Ich hab, das Lustige ist, gell, das, in dem Moment, wo du das sagst, also, ich hab vorher einen gesehen, aber einmal draufgeschossen, hat er sich weggebeamt. Das ist einer, aber der ist unkaputtbar. Das ist ärgerlich. Schönes Detail ist das Klingeln von die Shell Casings, wenn du mit dem Scharfschützengewehr schießt. Welches Detail? Dass du die Shell Casings, also die Patronenhülsen, am Boden immer klimpern hörst, wenn du mit dem Scharfschützengewehr schießt. Echt? Mhm, musst du mal machen. Aber nee, dann wieder das. Lustig, weißt du, warum die. Ich habe wieder mal Halo-Lore-Videos geschaut. Diesmal bin schon zur Hälfte durch für Zeta Halo, was so toll daran ist und warum es so awesome ist, dass Halo Infinite auf Zeta Halo spielt. Weil Zeta Halo eigentlich gar nicht existieren sollte, weil Zeta Halo einer von den ersten Ringen ist. Und im Laufe dieses Videos hat er erklärt, warum die Flood oder wer was eigentlich die Flood sind. Die sind im Endeffekt die Forerunner? Ja, die Flood sind die Forerunner, die sich zerteilt haben, um sich schützen zu können. Allerdings ist deren DNA leicht corrupted worden und willkommen Flood. Und die diese Leuchteviecher da, wie heißen die? Das sind die. Waren das die Reclaimer? Nee, keine Ahnung. Diese Leuchteviecher auf jeden Fall. Das sind so die Todfeinde von den Flood. Deswegen haben die Flood wenig Bock auf Menschen, wenn gerade diese Leuchtentypen unterwegs sind. Aber wie gesagt, weil die immun gegen die Flood sind, oder was? Nee, weil die Flood ein sehr persönliches, inniges Verhältnis zu dem Typen hat. Weil es deren Idee war mit der Halo-Ringe. Also ja, aber sind das ja Maschinen? Die Flood kann ja keine Maschinen essen, oder? Nee, das sind die Rasse von diesen Kampfanzügen und alles. Da gibt es ja auch lebendige Wesen zu. Der Typ in dem Ball ist ja auch keine Maschine. Ah ja. Mhm. Die sind eben. Weil die alle immer so auflösen gleich, deswegen denke ich mir immer, ja, dass die. Das sind, glaube ich, Maschinen, aber wobei, also die Sachen, die da rumlaufen. Nein, das sind schon, also. Lebewesen, weil es schaut nicht wirklich so aus. Naja, das ist irgendwie wahrscheinlich zu uns Menschen, ne? Obwohl sie mit uns hier tausende lang rum experimentiert haben. Auf jeden Fall, das Video kann, als Pluskandidat das Video schicken, das ist ziemlich cool. Weil darum geht es so, warum Zeta Halo so cool ist und überhaupt. Das ist, glaube ich, nur ein Video.
Cortana to Infinity. We're entering the Forerunner structure. What the okay. Einfach geradeaus gehen, Sammy. Ja, ja. War doch mitten im Kämpfen. Ja, der hat versucht umzubringen, der wollte nicht. Ja, Freund. Hallo, Drohne. Tut, tut. Take us directly to the coordinates Infinity provided. Almost like those sentinels wanted us to get the particle cannons offline. This could be a trap. You say that like there's a second possibility? Sag's gleich zum Schwert, das ich gebastelt habe. Basic, aber okay. Basic. Ja, so war's auch gedacht, also das. Aber es ist, ich finde, es ist gut geworden. Das kann man so als Prop irgendwo ganz nett haben. Was willst du jetzt mit dem Schwert machen? Bleib dabei nochmal da hinten und dann schauen wir mal. Ein kleines, leichtes Holzschwert, mit dem man auch auf Conventions gehen kann, wenn die Dinge erlaubt sind. Weil es ist aus Holz, nicht aus Metall. We've reached the coordinates. This looks like the place. Schaut's basic aus. Zu viele Lichter. I will touch the button now. Na, wir stecken USB-Stick an. Plot. Cortana to Infinity. The guns should be offline. How's it look from up there? Infinity! Cortana? Something's in here. King! Cortana. The short. Cortana. Weg. Haben wir sie versucht, Cortana aus und wieder einzuschalten. Oder das, wir patchen. What the f- Oh, Steuerung. Kamera, hallo? Okay, geht wieder. Meine Kamera war auf einmal nach oben gelockt. Keine Ahnung warum. Also muss sagen, Halo 4 ist wieder schön Backfisch. Hat seine Nux. Also mir funktioniert die Start. Ja, die Texturen hängen, das Steuerrad gerade ruckelt. Also, es ist in schlechterem Zustand als manche andere. Das hat man vielleicht früher nicht gesehen. Ah, gut ziehen. Who are you? I am what remains of the Fallen. Ah, ja. Once known as the Librarian. My memories will retain to assist humanity on their path to the mantle. Though sadly, that plan is now at risk. The Didact is leaving Requiem. Soon, you must not allow it. Leaving? He seeks this. The Composer. A device which will allow him to finally contain the greatest enemy ever faced by the Forerunners. You. Aha. Mankind spread into the stars with an unexpected, desperate violence. Entire systems fell before the Didact's warrior servants rose to halt the aggression. Didact finally exhausted the humans after a millennia.
sentence was severe. We had no way of knowing that the Forerunners were not your only enemy. Humanity hadn't been expanding. They were running. Weakened from our conflict, we were no match for the parasite which pursued you. The Forerunners made plans for a final great journey. But the Didact refused to yield our mantle of responsibility. He would save all life in the galaxy. At a cost. In the Forerunner's quest for transcendence, the Composer had been intended to bridge the organic and digital realms. It would have made us immortal. But its results soured. The stored personalities fragmented, and our attempts to return them to biological states created only abominations. Such moral concerns faded from the Didact's attention. The Flood only assimilated living tissue. The Composer would provide the Didact his solution and his revenge. The Prometheans. They're human. They were only the beginning. You would have encrypted your entire race if we had not removed the Composer from his care and imprisoned him here. Reclaim her. When I indexed mankind for repopulation, I hid seeds from the Didact. Seeds which would lead to an eventuality. Your physical evolution. Your combat skin. Even your Ancilla Cortana. You are the culmination of a thousand lifetimes of planning. Planning for what? He has found us. Even in death, her meddling continues. Reclaimer, the Gene Song I placed within you contains many gifts, including an immunity to the Composer. But it must be unlocked. How? Relinquish your contact essence. Your evolutionary journey must be accelerated. Can I defeat the Didact without it? No. Then do it. Prepare. Power up. Auf einmal ist es der große Master Chief, nicht mehr der kleine. Und dann davon, wenn man Pilze mampft. So, wir sind jetzt super. Super Arnold Schwarzenegger. The Librarian, he gave me children to eat. Yeah. Ah, ist das gut. Also ja, das ist deine, bitte sehr, hier die, wunderbar die Erklärung gewesen nochmal. Es sind Maschinen, aber es sind eigentlich Lebewesen. Eine sehr interessante Symbiose eigentlich sogar. Damn. Das war zu aggressiv. Ganz ehrlich, in dem Level ist Sterben gut, so wie du gesagt hast. Du kommst echt gut mit guten Waffen und voll Munition wieder. Yep. Nicht verkehrt. Danke sehr. Moment, das ist eine Konsole. Chief, what happened?
Your bio readings are all over the map. It's a long story, but I know what the Didact's after. I know that part. The librarian filled me in when she snatched me from the system. But what I don't know is what she did to you. The humans' actions threaten the galaxy, yet we have treated them as the mantle required. Their punishment is just. Justice is reducing their genetics in such short generations from a spacefaring race to... this? They are closer now to the animals they behaved as. If not for their encounter with the Flood, their gene plan could have surpassed our own. They could have someday held the mantle of responsibility. The humans were not meant to protect others. The mantle of responsibility for all things is ours, and ours alone. Yes, the mantle is ours. And we hold it so tight, that even in death we shall hold it still. Bring die Flatschen wieder um. Geht, geht, geht. Nice. Ja, die Flats sind schon eine coolen Typen. Oh, verdammt. Ach du. So, wir wurden in Türkis wieder zurückgesetzt. Okay. Ah, deswegen. Der Lift ist losgefahren, während wir die Dings geschaut haben. I know what the Didact's at. Ah, that's good. I know that part. The librarian filled me in when she snatched me from the system. But what I don't know is what she did to you. Teleporter. 360 no-scope to teleporter. Oh. Ja, ich nehme einen anderen Panzer. Okay. Surprise Panzer. Captain, what if we can spot the target with the laser designator? Do it. Großes Schiff. Jo. Ach, das ist ja die Dings. Das ist ja das Schiff. Ich habe kein Geschütz mehr. What? Der hat mir das Geschütz abgeschossen. Discount Panzer. Warum? Jetzt ohne Gun. Ja. Yeah. Okay, das ist neu, dass das geht. Au. Geht doch. First try. Wo ist der Elephant? Nein! Oh, geil! Wo ist der? Wie schießt? Aber schießt er! Was? Jetzt nur noch. Ja, schlecht. Das kann er von uns bis scheiße. Ja. Dann habe ich wohl kaputt gemacht, aber. Und jetzt? Ideen? Ich bin tot. Weg. Ah, da ist er nochmal. Ah, na, oh, mal wieder. Aber die. Okay, wenn wir nur dran chargen, können wir es im Nahkampf quasi minieren. Außer sie überfahren uns. Also auch noch wie gemiliet. Ah, gut. Kleb wieder.
von ihrem Panzer. Wer jetzt habt ihr weiter hinten? Ich kann mein Netz kaputt machen, den Panzer. Ja. Ich sehe der Pick nicht, no shit, Sherlock. Alter, diese scheiß Sniper, echt! Das ist so bescheuert, dass die CPU dich einfach immer abschießen kann, wenn sie dich noch nicht einmal sieht. Das ist Bullshit. Gefahrecke! Wie du nicht abschätzen kannst, ob der Schuss jetzt gerade fliegt, ob der. Jo. Say, macht alle fertig. Ich hau den jetzt einfach kaputt, so. Das ist immer. So gut. Chief, kommt noch einer. Und, na, wo? Da kommt das über die Ecken, kommt er gleich. Jawohl, morgen, Servus. Master Chief, Panzerzerstörungsgruppe. Ich hau den einfach kaputt. Im Rauschenzwirn, so. Denn ich bin Bud Spencer. Ah, da kommt. By the way, die Mission geht schon verdammt lang, gell? Mhm. 52 Minuten. Ich frag mich auch, wann es aufhört. Bitte? Ich frag mich auch schon, wann es aufhört. Mhm. Länger als eine Stunde jetzt, oder? Na, 52 Minuten bis jetzt. Okay. Aber wenn man das Level gefällt, muss ich sagen, es ist abwechslungsreich, du hast alles mögliche hier drinnen. Ich bin halt tot dabei. Ja, scheiße. Wenn es tot ist, sagt er sofort. Ich bin halt gerade gestorben. Ja, mach du das Schild mal kaputt, dann kann ich ihn snipen. Wie denn? Ja, mit der Krawatte. Ja, hab ich keine! Hat der Gegner gemacht. Bin tot. Du bist lustig, ja, mit der Granate. Ja, weil jetzt soll ich mal die Karte auf eBay kaufen. Na, eBay ist noch zu realistisch. Sollen wir da auf Willhaben holen? Auf Zalando, jetzt hab ich's. Granaten auf Zalando, eine mit der Granaten. Ich glaub, der ist hin. Nein, er ist nicht hin. Bin tot. Geht er wieder? Da, jetzt aber. Respawnst du nicht mit Granaten? Ja, da. Da, geht er. Bin tot. Himmels Willen. Wir müssen wieder in die Gegenrichtung, Sebi. Ja. Bin schon dabei. Infinity, we're at the gravity well. Then paint that damn target so we can get out of here. You heard him, Chief. Line up the shot. Wo ist das Ding? Du willst auch sehen. Ah ja. Boom. Infinity cannot handle that kind of punishment. Not again. This isn't about us or this ship anymore. Sir, we've seen what the Didact is capable of. If we let him leave this world, humanity will be at risk. Look, I understand what you think you saw. Think? With all due respect, sir, I know what I saw. And with all due respect to you, soldier, I'm not willing to jeopardize my ship because of the hallucinations of an aging Spartan and his malfunctioning AI. Ego-Trip. Sir,
What if he's right? Nav? As soon as we know we're airtight, I want a course laid into Carinae Station. Com, prepare a warning beacon. I will not allow you to leave this planet! Cortana. Cortana, bitte. Ja. Du bist fast rot. Wenn es so weitergeht, wachsen dir noch Nippel. Pursuant to Article 55 of UNSC Regulation 12-14572, I'm ordering you to remove that AI's data chip and retire it for final dispensation. I don't want to. You don't want me to. Remove the chip now, Commander. Please. I don't want to. Es ist ja nur ein Chip. Ja, sie ist immer noch aufgespeichert. Give me that chip. Chip. The Didact has to be stopped. If you won't do that, I will. Du hast jetzt schon große Eier, um dem Master Chief zu sagen, was du willst. To surrender that AI! No, sir. Lieutenant! Arrest that man! Captain! Arrest him! Captain! Get word to Earth that trouble is coming. Cortana and I will do what we can back here. Das ist halt dieses wunderschöne Ding, ja, du hast möglicherweise den politischen oder militärischen Rang, danke fürs Zuschauen, aber du hast nicht die Macht.